Ich grüße euch alle herzlichst zurück hier bei Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir gehen direkt in den Sirenenbau oder in die Höhle der Sirenen, wie ich sie letztes Mal genannt habe. Denn hier drin sollen wir etwas bergen, das wir brauchen, um Gravehall zu restaurieren. Reicht das hier vielleicht schon? Zwei von drei. Aber okay, es scheint direkt hier vorne zu sein. Ich hoffe, dass hier keine neuen Gegner drin sind. Die gute Höhle kennen wir bereits. Hier haben wir Olaf erschlagen. Den Idioten, der ja meinte, hier sich an Nesta vergehen zu müssen. So, zu Paddy zurückkehren. Super. Das war jetzt mehr oder weniger nur eine, ich schaue auf die Uhr, 47 Sekunden Aufgabe. Ich habe ja für dieses Video hier einen strengen Zeitplan bzw. einen strengen Plan am Ende des letzten Videos vorgegeben. Ich würde sagen, dem folgen wir auch. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Ihr wisst ja, jetzt dann erstmal zum Schiffswrack, dann die guten Gefangenen aus Trostkap retten und dann erst zu Paddy und dann zurück nach Trostkap. Ich habe es genau in Erinnerung. Finde ich jetzt eine ganz gute Idee. Machen wir auch so. Was mein Vergangenheits-Ich mir da zurückgelassen hat. Aber man muss schon sagen, Galgen's End ist jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Das, was jetzt hier noch kommt, ist ja mehr oder weniger ergänzend, sagen wir mal. Wir haben hier die Handlung rund um den toten Kerl abgeschlossen und ja. Ihm sein vielleicht gerechtes Schicksal zugefügt. Ich wage mich da nicht so schnell zu urteilen. Schließlich wollte er ja eigentlich sterben und wurde von der Gottheit gegen seinen eigenen Willen im Leben gehalten. Das ist natürlich auch ziemlich frustrierend, oder? Ich weiß ja nicht. Warum hat er das denn hier hingelegt? Den Bogen will ich nicht haben, die Insekten eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. So, ja, dann war es das schon an dieser Stelle. Jetzt müssen wir einmal dahin, verstecktes Briganten. Ich würde sagen, wir reisen mal wieder zum Sirenenbau. Ist jetzt ziemlich viel Schnellreiserei, aber ich möchte euch natürlich auch jetzt nicht allzu lange... So, ich möchte euch hier natürlich jetzt auch nicht allzu lange mit einigen Nebenaufgaben vielleicht sogar nerven, sage ich ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, wie es für euch aussieht, ob ihr gerne zuseht, wie ich hier diese Nebenaufgaben erledige. Es sind natürlich überwiegend Laufaufgaben, ihr merkt es selber. Auch der Ausbau von Greyfall, ich werde das alles zeigen, um Gottes Willen, aber hier jetzt wirklich dauernd die gleichen Wege zu laufen, um dann vielleicht in einer anderen Höhle etwas zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr das so interessant findet. Ich werde alles zeigen, um Gottes Willen, aber... So, an der einen oder anderen Stelle dann doch lieber die Schnellreise nutzen, anstatt Wege dreifach und vierfach zu laufen. So, auf Wiedersehen. So. Dann würde ich sagen, steuern wir mal langsam aber sicher die Höhle an. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie wir da hinkommen. Die ist ja da unten. Okay, Weg gefunden. Das ist ja auch mal interessant. Bin ich daran vorbeigelaufen? Och nee. Thank you.
Es reicht mir, wisst ihr das? Der hält so viel aus. Diese Golems sind wirklich der Wahnsinn. So. Also von der Lebensenergie der Golems her, Wahnsinn. Stärker als alle anderen Gegner, die wir hier bis jetzt getroffen haben. Und hier scheint es in die Höhle zu gehen. In die Höhle des Briganten. Ich bin gespannt, im Notfall haben wir immer noch den Trank und wir müssen unbedingt den Fluch des Mana-Entzugs loswerden. Freibeuterkapuze. Jetzt werfen die natürlich auch mit einzigartigen Gegenständen um sich, die guten Entwickler. Das ist ihr Schiff also. Rote Legion. Den habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Aber egal. So. So, den Rest brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Da ist noch eine Truhe. Recht gut versteckt, muss man sagen. Und auch das brauchen wir nicht. Gut. Machen wir einen Quicksave und ich würde sagen, rein in die Höhle oder in das Versteck des Briganten. Ich bin gespannt. Die Arbeit. Blut für Blut. So. Sollte das Ganze ein bisschen beschleunigt haben. Was sagt denn die Karte? Da müssen wir hin. Da sind ganz viele Gänge. Da sind viele Gänge. Gehen wir mal links lang. So. Ich glaube, der Bogenschütze hier will auch noch sterben. Komm her. Leichte Ähnlichkeit mit Olaf. Und auch bei Olaf denke ich wieder an Olaf Einauge aus Skyrim, wenn ich ehrlich sein darf. Hat sich auch eingebrannt, der gute Name. Olaf Einauge. War der nicht Jarl von Einsamkeit einmal? Früher in der Vergangenheit, in der Geschichte von Skyrim? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall auch einer der Personen, mit der man es in der Baden-Quest-Reihe zu tun bekommt. Ah ja, kommen wir von oben, springen wir dann da runter. Okay, dann müssen wir jetzt gleich nach oben laufen. Da war wieder sowas sprachlich vollkommen Schwachsinniges gerade. Jetzt gleich macht ja eigentlich gesehen keinen Sinn. Entweder jetzt oder gleich, wenn ihr versteht, was ich meine. Man sagt ja auch nicht, heute Morgen komme ich. Es sei denn, morgen bezieht sich auf die Tageszeit. Aber ich meine jetzt, wenn man einen Tag bezeichnet und man sagt, ich komme morgen übermorgen, dann ist das ja eine ziemlich schwachsinnige Zeitangabe. Genauso ja mit jetzt gleich. Entweder jetzt oder gleich. Entweder morgen oder übermorgen, aber nicht morgen übermorgen. Das ist ein bisschen schwachsinnig, aber okay. So. Bogenschütze, auch du wirst von mir gelehrt, wie man am besten kämpfen soll. Aua. Nur nicht schüchtern sein.
Ja, wenn man sich halbwegs anstrengt, wie gesagt, finde ich, kann man die Kämpfe echt gut meistern. Wir haben, wie gesagt, aktuell auch noch das Problem des Mana-Entzugs, beziehungsweise des Fluches der niedrigeren oder der gar nicht mehr vorhandenen Mana-Regeneration. Man sieht es ja, unser Mana regeneriert sich wirklich gar nicht mehr. Und trotzdem sind wir, wie ich finde, noch ganz gut dabei. So. Und auf Wiedersehen. Tja. Ich würde mal sagen, das war's mit denen. Es darf ja nicht wahr sein. Wie gesagt, die Inventarbegrenzung ist wirklich ein Fluch. Der Fluch des Spiels ist wirklich die Inventarbegrenzung. Einerseits ist das ja gut gemacht, damit man nicht alles mitnehmen kann. Andererseits ist es einfach auf lange Sicht nervend, wenn man so viel Plünderzeug bekommt. Halt schon wie in einem MMO, aber halt einfach nicht alles mitnehmen kann. Und ich weiß ja nicht, ja gut, in einem MMO würde ich das auch relativ gut sortieren, in einem Online-Spiel, aber ich weiß ja auch nicht. Es ist so störend, man will alles mitnehmen, man will alles zu Geld machen, aber letzten Endes, auch die Waffen, die wir jetzt hier von den von der flüsternden Hexe und von dem Baronett, genau, die wir von den Baronetten erhalten haben, die werden wir wahrscheinlich nie benutzen und daher könnte ich die theoretisch einfach zerstören, weil sie mehr oder weniger nur Platz für Sachen wegnehmen, die deutlich wichtiger sind, wie zum Beispiel Heiltränke oder, ja, oder meinetwegen auch Tränke mit temporären Effekten. Stattdessen nehmen wir halt so Waffen mit, die wir nie benutzen werden und die später eh in unserer Truhe rumliegen und viel zu schwach sind für die aktuelle Gegnerstärke. Ach, ich gehe in die ganz falsche Richtung. Das ist ja interessant. Was ist denn dann da hinten? Außer Fledermäuse, das sieht echt toll aus, aber was ist denn hier? Wenn wir hier gar nicht hin müssen. Das war wieder sehr knapp. So. Bald haben wir Stufe 36 erreicht. Ich bin mir nicht sicher, ich kann das nicht so richtig werten, ob das ein hohes Level ist oder ob wir da noch recht schwach sind. Ich tue mich da ein bisschen schwer, das richtig zu werten, aber ich finde, von unserer Stärke her sind wir auf jeden Fall gut dabei. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass wir da nicht hinterherhängen, sondern später auch in Klurikon gut mit den Gegnern klarkommen. So. Das war's mit dir. Ah, und schon wieder reicht mich hier oben der leckere Geruch von Mittagsessen. Ihr merkt richtig, wann ein neuer Tag anbricht. Das muss sich ja für manche so anhören, als würde ich jeden Tag fünfmal essen. Nein, ah, riecht das gut. Meine Mutter, Leute, sie kocht so gut, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Dann sitze ich hier oben in meinem Zimmer und hier sammelt sich nach und nach der ganze Geruch und, ah, so köstlich, unglaublich. Das müsste aber übrigens, ganz kurz, um vom Thema abzuschweifen, das hier müsste die finale Höhle sein, also sozusagen die letzte Höhle hier auf Galgen's End. Oh.
So. Robe des Infernos. Brauchen wir nicht. Das Buch können wir nicht lesen. Und ansonsten war es das hier auch schon. Hier ist noch eine Truhe. Litanei brauchen wir auch nicht. Okay, dann war es das hier. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in Richtung unseres guten Briganten. Denn auch den wollen wir natürlich erledigen. Wir sind ja nicht hier hingekommen, um nur ein paar Anhänger der Roten Legion zu zerschlagen. Wir wollen natürlich auch den Briganten selbst sozusagen die Schlange am Kopf packen und diesen mehr oder weniger abtrennen. So. Auch mal wieder eine riesige Höhle, muss man sagen. Wir müssen an den Fluss da oben lang schwimmen. Da bin ich wirklich komplett falsch abgebogen. Ich dachte, hier würden wir dem Briganten in die Arme laufen, aber dem war nicht so. Aber man muss schon sagen, von der Gestaltung her, wie sie hier die Level gestaltet haben, ist das der helle Wahnsinn. Aber das habe ich ja bereits mehr als einmal betont. Theoretisch müsste der Weg doch auch dahin führen, oder? Die Rote Legion haben wir eigentlich auch schon vor einer halben Ewigkeit zerschlagen, irgendwo in den Eratel-Ebenen. Das müsste mittlerweile auch schon eine halbe Ewigkeit her sein. Ne, in Dalentat war das. Das war in Dalentat, ganz am Anfang. Mit Licht und Schatten, glaube ich. In dem Zusammenhang war das damals, dass wir da die Rote Legion zerschlagen haben. Das ist mittlerweile auch schon ewig her, boah. Vor 100 Videos, 120 Videos, 150 Videos vielleicht, ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall eine gefühlte Ewigkeit für mich und für euch wahrscheinlich noch viel, 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 viel mehr. Aber wir wollen erstmal hier runter. Ah ja. Ein Kartenteil, das ist auch sehr schön. Was ist denn hier los? Das sind wahrscheinlich die besagten Gefangenen, von denen nur noch einer überlebt hat. Kale? Rede mit mir. Rede mit mir. Jemand kommt uns zu Hilfe. Ich dachte schon, alle Hoffnung sei vergebens. Alle anderen sind fort, tot und gefoltert von einem Wahnsinnigen namens Calder Von. Er will die Macht dieser Insel, die Macht Akaras. Würde er doch nur die Wahrheit kennen. Euch bleibt keine Zeit. Ihr müsst gehen. Von hat Niskaru bei sich. Sie werden Trostkap vom Strand fegen und jeden töten, den sie dort antreffen. Geht! Ja, jetzt sollen wir den besiegen, aber wo ist der denn? Nein, der ist tot. Okay, er ist auch gestorben. Wo müssen wir denn jetzt hin? Raus nach Galgens End. Ach so, ich dachte, hier würden wir den finden. Okay, das überrascht mich jetzt aber. Wir können hier auf jeden Fall noch einmal hochlaufen. Ich denke mal, hier werden wir auch noch irgendetwas finden können. Besiegt ihn. Schnell. Ja, das zeigt mal, wie schnell ihr mich besiegen könnt. Das würde ich links gern sehen. Es wird nicht mehr weh. Ja, ich glaube, das war's mit denen. Ihr müsst unbedingt diesen blöden Fluch loswerden. Ich erinnere mich noch an unsere wilden Zeiten, als wir mit Mana nur so um uns geschlagen haben. Und jetzt sind wir... Ach, den Wein brauchen wir auch gar nicht mehr. Und jetzt sind wir nur noch ein Haufen Elend eigentlich. Kaum noch ein Magier. Oh, ein Greyfall-Stein. Die Feier schwoll an. Die Kette.
Schattenrüstung fielen, wie auch die Helme aus Eisen, während die Barden sangen im Rausch und die Becken riefen. Da kam aus den Tiefen blaudunkler Stollen der Schrecken Draug, in ihre schlummernden Hallen gekrochen, in denen die Krieger kämpften mit Träumen voll Wein und Lust, allein in der furchtsamen Wehr. Sie fraß sich fest, belebt von böser Freude an zermalmten Knochen und zerstörten Leibern, als sie die Mauern mit Blut tränkte, in schreiender Verzückung. Okay, bezieht sich mal wieder auf die Geschichte Greyfalls. Hui, das hat gut funktioniert. Versenke. Es ist wieder eine Klinge. Unzählige Seeleute erzählen von einem geheimnisvollen Ungeheuer, das die Tiefen heimsucht und Schiffe in ihren nasses Grab zieht. Es gibt jedoch nur einen Mann, der von sich behauptet, eine Begegnung mit dieser Bestie überlebt zu haben. Er will ihr diesen Tentakel, einen von Hunderten, abgeschnitten haben, bevor er in Sicherheit schwamm. Weil wir eine Waffe von den Werten her schlecht, wir werden das jetzt einfach machen, Leute. Weg damit. Weg damit. Qual behalten wir mal. Auch die Dwergerschwerter. Na, wobei, die sind von den Werten her für Messer durchaus in Ordnung. Aber die werden wir eh nie benutzen, Leute. Es ist ärgerlich, aber wir werden die nicht brauchen, um Gottes Willen. So, wir gehen noch einmal in Richtung Ausgang und dann war es aber auch an dieser Stelle. Und dann werden wir beim nächsten Mal die Aufgaben... Oh, ein Grafikfehler. Da das Wasser. Oh mein Gott. So. Beim nächsten Mal werden wir dann die ganzen Aufgaben abgeben und vor allen Dingen nach Trostkap zurückkehren. Vorher gehen wir aber noch nach Greyfall, denn dort muss noch eine nächste Restauration gestartet werden. Wohl möglich schon die letzte, ich bin mir da nicht so sicher. Denn das zweite Stockwerk scheint mir so etwas wie das Trönchen, wie das Krönchen oder das i-Tüpfelchen oder die Kirsche auf dem Eis zu sein. Aber ganz so sicher bin ich mir da auch nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir raus hier. Die Höhle des Briganten. Ich hätte echt gedacht, dass wir hier auch den finalen Kampf bestreiten werden. Aber der kommt dann scheinbar erst draußen oder vielleicht sogar erst in Trostkap selbst. Was ich mir aber eher weniger vorstellen kann. Naja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen, wie stark dieser Von ausfallen wird. Ich meine, der tote Kell war jetzt eigentlich gar nicht so stark. So, ich habe mir nämlich persönlich den toten Kerl ein wenig stärker vorgestellt, aber nee, gar nicht. Wir haben die sogar ohne Schicksalsmodus. Haben wir den mit oder ohne Schicksalsmodus besiegt? Kalda Von besiegen. Okay, da können wir von der Greyfall-Feste perfekt hingehen. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt direkt an der Greyfall-Feste nach dieser Schnellreise unser kleines Schnittchen. Und zwar genau hier. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ihr merkt es, es sind die letzten Aufgaben hier auf Galgens End, wollte ich sagen. Was ich nochmal ganz kurz anmerken wollte, die Aufgabe hier mit den Kartenstücken, die hier... Teile für zweite Karte finden, werden wir nicht machen. Ich werde nicht anfangen, die Dungeons zu durchsuchen, nur um die Karten zu sammeln. Das überspringt oder übertrifft, finde ich, ein wenig den Umfang eines Let's Plays. Wenn ihr es sehen möchtet, gerne in die Kommentare. Ansonsten nehme ich mir mal raus, darauf zu verzichten. Ich sage aber an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier mit unserer guten Greyfall-Fest und vor allen Dingen mit unserem guten... Ja... Invasoren. Mit unserem Invasor. Was ist die Einzahl von Invasoren? Invasor? Naja, auf jeden Fall, hier geht's beim nächsten Mal weiter. Wir werden die Greyfall-Feste ausbauen und den guten Herrn Von stoppen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.